Willkommen, Freunde, zu einer Runde Dark. Ich glaube, das spricht man so aus. Man könnte auch sagen Dark Q. Aber ich glaube, Dark ist schon richtig. Das Interessante an diesem Spiel ist, dass wir gleich von vornherein anfangen, ohne dass wir irgendein Intro gesehen haben. Das fand ich schon sehr interessant, aber wahrscheinlich ist es dazu da, um die Steuerung besser kennenzulernen. So, was haben wir denn hier? Gucken, welche... Ah, okay, mit der Aktions... Mit X kann ich mich hinlegen. Ah, jetzt geht's erst los. Das ist nochmal ein interessantes Spielkonzept. Ohne richtiges Intro anzufangen. Oh, komm her, Bürschchen. Wir können jetzt nur nach links laufen. Oder rechts laufen. Ah, mit B können wir dann die Seite wechseln. Alles klar. Sieht ja schon wieder ganz anders aus. Aha. So, was ist passiert? Was nochmal? Dann fällt es so. Wenn ich hier stehe und versuche, die Welt zu drehen? Das geht gar nicht. So, geht der Automat leise? Aha. Muss also schleichen. So, was ist denn hier bei diesem Briefkasten? Ja? Okay. Jetzt können wir die Welt wieder drehen und jetzt können wir hier weitergehen. Sehr interessant. Wir eigentlich auch springen? Nee, ne? Nee. Springen können wir nicht. Gibt es ein Inventar oder so? Gibt es auch nicht. Okay. Also bis jetzt gibt es nur zwei Tasten. Einmal Welt drehen und einmal Aktion. Ah, Zahnrad gefunden. Sehr gut. Dann können wir das hier gleich irgendwo einsetzen. Uiuiuiuiui. Welcher böser Junge hat uns denn hier eingesperrt? Zahnrad. Ja, und da fehlen wahrscheinlich noch zwei weitere. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich am Briefkasten erstmal öffnen. Genau, Sichtwechsel. Drüben ist schon das nächste Zahnrad. Jawohl. Naja, es klappt ja wie am Schnürchen. Alles klar. So, neuen Gegenstand gefunden. Ja, da machen wir glaube ich nichts, ne? Nee, dann gehen wir mal weg. Können wir wieder hier lang gehen? Das ist echt interessant, muss ich sagen. Drehen wir das wieder. Hier das Zahnrad einsetzen. Ah, okay. Jetzt kommt schon das nächste Rätsel. Okay. Wie kann ich die schieben? Ja, das ist schon richtig. Nur um... Ah, okay. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich den Stein erstmal nach oben schieben. Dann den Stein schieben wir dahin. Wechselt man. Oh Gott. Wechselt man die Steine? Achso, das braucht man einfach nur drauf gehen. Alles klar. So, ich drücke nach unten, es passiert nichts. Drücke ich B? Ah, okay. Muss B gedrückt halten. So. Na, bleib dran. Bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, aber okay. So. Dann schieben wir mal den Stein nach da. Und
den nach oben. Gucken, ob das klappt. Erste Rätsel. Was für ein Scheiß. Super. Den dahin. So, und dann ziehen wir mal den Schlüssel nach unten. Jo. Jetzt müsste es klappen, glaube ich. Ja, das könnte es so sein. So, ich gehe nach oben. Und den nächsten. Jo. So. Jawohl, das hat geklappt. Wow. Gar nicht so einfach, aber auch gar nicht so schwierig. Also. Jetzt haben wir das Zahnrad wieder weggenommen. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt richtig oder ist es falsch? Ja, das werden wir ja sehen, wenn wir jetzt hier weitergehen wollen. Ist nicht schlimm. Weil wenn das nämlich nicht richtig sein sollte, wir ja dieses Rätsel, die Schlüsselmaschine noch mal runterholen. Gefällt mir auf jeden Fall. Grafik ist nice. So, komm. Zahnrad noch mal eins. Mal gucken. Schlüsselemblem, neuer Gegenstand gefunden. So, das haben wir jetzt. Genau, das habe ich vorher nicht gemacht. Jetzt müssten wir... Müsste das bestimmt gehen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Kann ich rübergehen, aber das ist ja nur Zweck der Sache. Oder doch, wir versuchen es mal. So, Zahnrad. Dann gehen wir mal rüber und gucken, ob hier irgendwo vielleicht ein Schlüssel ist zum Aufschließen oder so. Das ist der Briefkasten. Ein Stück weiter gekommen bis jetzt. Kann ja auch nichts passieren. So, wir machen folgendes, wir nehmen die erstmal mit, die Zahnräder. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Okay. Hier können wir nichts einsetzen. Nochmal in die Welt gehen. Aber der ist mir ja auch völlig lost, ne? Oder? Mal wieder zu der Maschine. Das Rätsel ist eigentlich gelöst. Ja. Wieder
Oder nehmen wir wieder mit. Wir können ja nicht. Wir können auch in keine andere Richtung gehen. Ich das was falsch mache, weil wir gehen immer nur nach von links nach rechts. Zwischen den Zahnrädern, die ich einsetze. Zahnrad und Zahnrad, ne. Bisschen stehe ich gerade auf dem Schlauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was erzählen über das Schlüsselemblem, das wäre ja auch noch mal interessant. Was wir jetzt noch mal versuchen können. Schlüsselemblem hier irgendwie noch einsetzen oder so? Ne, also der Part ist auf jeden Fall erfüllt. Nehmen wir nochmal das Zahnrad und überlegen nochmal. Irgendwas ist da ja komisch dran. Ist auch merkwürdig, dass wir nicht in eine andere Richtung gehen können. Das Zahnrad einsetzen. Ach, hier ist hier noch eine Tür. Nee. Gab's denn woanders noch so eine Art Sperrtür? Ist ja auch interessant, dass man da mal so lang läuft. Was ist, wenn ich jetzt hier. Ja, hier noch mal drehen. Ah! Ach, das haben wir doch schon gemacht, oder? Soll mal einer verstehen. Ja, das Schlüsselemblem, für was soll das denn gut sein, wenn ich nichts habe? So drehe. Ah, okay, so habe ich das auch gar nicht gesehen. Das
ist ja eine verwickelte Geschichte hier. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall schon mal zwei Zahnräder. Können wir hier ein Zahnrad einsetzen? Können wir das zweite einsetzen? Jawohl. Und jetzt geht's hier weiter. Oh, das ist ja grandios, grandios, wie wir das gemacht haben. Was ist denn, wenn ich jetzt hier die Tür zu? Okay. Was will, möchte er hier? Jetzt kommt hier ein roter Knopf. Ist das gut, einen roten Knopf zu drücken? Ich weiß nicht. Wir probieren es mal. Oh. Jetzt ist der Knopf hier. Will den nochmal drücken? Nee. Ist ja auch geil, ne? Dann kannst du einmal um den Raum rumwandern. Das muss es in echt geben. Nicht nur auf den Schalter. Aber das funktioniert nicht, wenn die Tür auf ist. Okay. Hier einfach so raus können. Was haben wir denn jetzt noch an? Wir haben jetzt nichts mehr eingesammelt. Nee, das kann hier nicht richtig sein. Probieren wir es nochmal. Wir gehen mal weiter. Schauen wir hier in den Raum rein. So, die Tür ist zu. Knopf haben wir. Ach doch, den können wir jetzt immer noch bedienen. Okay, dann gehen wir mal so rum. Und sind wir andersrum gegangen. Was ist denn, wenn wir jetzt ziehen? Ist der Knopf aktiviert? Was ist, wenn ich jetzt wieder andersrum gehe? So, er ist ja auch ein Totenkopf. Ah, okay. Das sieht ja auch schon ganz anders aus. Okay, prima. Rechts ist auch das Auge. Das sieht man so an der Wand. Könnte passen, dass wir in die Richtung gehen.
Nee, da ist immer noch irgendwas falsch. So. Jetzt ist es auf. Muss aber zu sein. So, man sieht ja auch von den Symbolen her, links ist ein Auge, rechts ist ein Totenkopf. So, wir drücken jetzt hier. So. Totenkopf. Wir wollen ja, dass der Totenkopf weiter rückt, also gehen wir jetzt hier lang. So, da sieht man auch, rechts ist das Ankzeichen. So. Noch einmal die Richtung gehen. Augenzeichen. So, wenn ich jetzt nach links gehe. So, oben ist das Schlüsselsymbol. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann müsste er wieder, geht er wieder auf den Totenkopf, vermute ich mal. Könntest du mal probieren? Ja, das ist ja die Ausgangssituation, die wir nicht haben wollen. Jo! Das müsste jetzt gut sein. Prima. Ja, das war mal eine schwere Geburt, aber okay, wir haben es letztendlich doch geschafft. Schöne Rätsel. Muss man echt sagen. Geiles Game. So. Oh. Jetzt haben wir natürlich den. So, hier können wir nichts drücken. Können wir den hier irgendwie drehen? Nee. Okay, hier haben wir schon mal unser erstes Zahnrad. Müssen wir ja von der anderen Maschine noch zwei nehmen. Hey! Wer seid ihr denn? Oha! Oh, ich bin schnell weg. Die dürfen uns glaube ich nicht erwischen, wenn der da am Scheinwerferlicht reinläuft, hast du glaube ich ein Problem. Schön. Boah, das sieht doch schon mal sehr nice aus. Jetzt ja zu der Maschine mit den drei Zahnrädern. Gut. Alter, was hat sie denn für einen Schuss? Zahnrad 1. Zahnrad 2. Zahnrad 3. Jetzt hier aufgegangen. Da geht's nicht lang. Mal nach rechts. Komisch. Ich hätte gedacht, dass das Zahnrad sich einzieht, aber davor nicht hingekommen sind. Okay, dann bleibt ja nur der einzige Weg. An der Maschine können wir nichts machen. An dem Rad können wir momentan auch nichts machen. Okay. Können wir es so nochmal probieren?
irgendwo eine Tür geöffnet haben. Aber echt düster hier. Ich finde den Typen so lustig, weil der so weiß ist. Ja, ich glaube, das könnte der richtige Weg sein. Aber nichts, ne? Nichts, was wir machen können. Müssen wir mal drauf achten. Ob wir irgendwo die Möglichkeit haben, da irgendwas zu aktivieren. Das mal zu, guck mal. Was ist jetzt passiert? Das Komische ist, hier geht es gar nicht weiter. Ich habe gedacht, dass sich da was öffnet. Ja, okay, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann gehen wir hier nochmal lang. Finde ich jetzt hier rätselhaft. Moment, nicht die Möglichkeit. Hier können wir schleichen. Aber es ist wieder so, wir laufen hier viel rum. Und werden das noch irgendwie rausfinden. Überhaupt noch was im Inventar? Nö, und sein Inventar ist komplett leer. Hier kann ich kein Zahnrad einsetzen, weil ich keins habe. Kann ich wieder drehen und versuchen, hier irgendwie lang zu gehen. Da geht es aber auch nicht lang. Ich finde das irgendwie komisch, dass wir hier nichts mehr aktivieren können. Wahrscheinlich haben wir wieder irgendwas übersehen. Das ist eine Vase. Steht auch irgendwas rum. Wir können uns aber auch irgendwie nicht umschauen oder so. Ja, auch sehr düster. Das ist echt merkwürdig. Hier geht es rein. Ist aber auch sehr interessant. Es geht hier rein, aber man kann hier nichts machen. Nur nach links oder rechts. Ich kann auch die Tür nicht zumachen hier. Thank you.
Taschenlampe, oder? Hier kommen wir ins Hauptmenü, ne? Genau. Ist echt verrückt. Wieso, wenn man irgendwas aktivieren kann, dann blinkt es ja auch. Bleibt uns nur wieder die Möglichkeit, hier rüber zu gehen. Wir können jetzt nochmal in die Richtung gehen. Ganz gemütlich. Na bitte. Ah, super. Ich sag's ja immer, bisschen Mühe und dann geht das einigermaßen. Sind wir in einem Haus? Können wir eigentlich aus unserem Vorspann kennen? Da kann man sich hinlegen. Dann geht's, glaube ich, weiter in den nächsten Level, oder? Ja, also quasi träumt er das immer alles, wenn man das jetzt so nimmt. Jetzt haben wir den Zug gestoppt. Der Ausgangspunkt? Nehmen wir nochmal. Gehen wir nach da und schauen noch mal, ob wir hier müssen. Kleiner Schlüssel. Okay. Der Schlüssel ist schon mal gut. Mal wieder zurück. Jetzt mal den kleinen Schlüssel hier. Also nächstes. Erstmal zu kommen, finde ich so geil. Ja, dass man so ohne irgendwas anzuklicken, muss man irgendwie die richtige Richtung laufen. So. Können wir jetzt hier weiter? Nee. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir drehen den Raum nochmal. Thank you.
Film jetzt gedreht haben. Mit so einer Leuchtrübe hier durch die Gegend laufen. So, jetzt haben wir da was zugemacht. Seite ran. Das war auch merkwürdig. Wir können hier nichts einsetzen. Warte mal, hier ist ja noch was. Schlüssel. Uhr können wir nicht nehmen, die Schlüssel können wir nicht nehmen. Brauchen wir hier. Haben wir noch irgendwo was übersehen? Die Frage ist natürlich nur wo. Hier waren wir noch gar nicht auf den Kopf gedreht, hier, oder? Nee, alles klar, hier waren wir noch nicht. Kleiner Schlüssel. Streichhölzer, neuer Gegenstand gefunden. Okay, mit dem Streichholz könnte man theoretisch das Seil abbrennen. Ja. Ich vermute mal, dass es so ist.
jetzt zu dem. Hier sind wir nicht. War da. Genau, das muss jetzt so bleiben. Genau, ich glaube, das Seil war da, wenn wir im Bahnhof sind und drehen das Zahnrad. Falsch. Ich habe gedacht, wir sind da wieder durchgegangen. Nee, genau, da kam mir vorhin dieser komische Kreis und hat uns erschreckt. Nutzen wir mal den Streichholz, oder Streichhölzer. Ah, fackelt gleich den ganzen Zaun ab. So einer ist das. Er soll uns egal sein. Kleine Uhr in der Tasche und wenn er die auspackt, ist sie riesengroß. Das ist ja schön. Ah, Buchstabe. Den Buchstabe nehmen wir denn als Hebel. Prima. Kann ich den nochmal aktivieren? Nee. Die Uhr kann ich auch nicht einsammeln. Hier noch. Das ist nichts. Dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann versuchen wir mal den T-Buchstaben wieder einzusetzen. Und zwar da, wo er fehlt. Ja, genau. Hier. Da kann er rüberklettern, ist gut. Ja, weitergekommen, prima. So, leg dich hin, schlaf. Wenn ich so viel Albträume hätte wie du, dann würde ich auch so blass aussehen. Winkender Arm, den kriechenden Arm, sieht aus wie eine Made. Machen wir erstmal nach rechts. Da ist nichts. Oh, wird natürlich abgetrennte Hand, wird mal eingesammelt. So, als wäre es das Normalste der Welt. Was für ein Albtraum. Noch ein paar andere Arme, die irgendwo rumliegen. Auch nichts. Der muss rechts was einsetzen. Ja. Scheiß Wetter, würde ich sagen.
Aber den Regen und die Atmosphäre haben so ganz geil gemacht. Gefällt mir. Vom Sound her. Man fühlt regelrecht, wie nass er wird. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwo was übersehen habe. Wie gesagt, hier fehlt ja noch ein Gegenstand. Ach, hier oben. Kann ich da irgendwie schaukeln oder so? Okay. Ich kann die Welt so drehen, das ist ja mal interessant. Da sieht die Welt gleich von. Sieht man die Welt gleich aus einer ganz anderen Perspektive. Wahrscheinlich liegt hier jetzt gleich wieder ein zappelnder Arm rum. Könnte ich wahrscheinlich an dem einen Tisch benutzen, wo was gefehlt hat. Man weiß immer gar nicht, ob man erst alles looten soll und alles einsammeln soll. Oder ob man gleich alles einsetzt, was man so findet. Bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ja, geil gemacht, so von der Perspektive her auch. So, gucken wir hier nochmal. Hier oben ist man jetzt. Nee, da brauchen wir was anderes, um die Tür aufzumachen. Ja, man muss die Augen schon ein bisschen aufhalten. Manchmal ist das nur so ein kleiner blinkender Punkt, der hier irgendwie auftaucht. Kannst du ja nochmal probieren? Nee, das macht keinen Sinn. Okay, dann drehen wir die Welt wieder. Okay, das macht keinen Sinn, aber dann muss auch Strom drauf sein. Passiert ja momentan auch nichts. Aber wir gucken mal, ob wir hier noch was finden. Sinn haben, warum man das macht, irgendwie, dass man da was unterlegt und wird zerquetscht oder transportiert oder wie auch immer. Vielleicht ist es auch einfach nur so kleine Verarschung von den Programmierern. Wenn wir noch rausfinden. Hier werde ich wohl die Autobatterie einsetzen können. Jo. Prima. Wie ich das machen muss. Ich
gar nichts machen. Ich bin nämlich, was machen will? Nö. Scheint wohl auch normal zu sein, dass jetzt hier nichts passiert. Jo. Können es ja noch mal probieren. Können wir ja auch noch beeinflussen hier. Können wir jetzt hier nicht mehr steuern. So. Muss aber irgendwie. Wo geht denn der Strom dafür hin? Achso, hier den Park vielleicht. Und jetzt hier noch Strom drauf. Zeitmäßig. Auch nichts weiter. Ja, genau, hier kommen wir ja nicht weiter, weil hier ist ja die Autotür, die wir nicht aufkriegen. Okay. Sollen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier nur eine Welt, wo wir noch nichts gemacht haben. So, das haben wir eben gemacht, das auch. Mal hier nochmal. Ja, hier waren wir noch nicht. Hier ist auch nichts. Hier müsste man auch ein Zahnrad einsetzen, das haben wir aber auch nicht. Es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, diese Batterie, die ich da anschalte, wo die hingeht, in welche Richtung. Ja, wir probieren es mal, weil das ist das Einzige, was wir momentan machen können. Gar nichts machen. Keine Ahnung, wo das hingeht. Ach, wir müssen, klar müssen wir das drehen. Ist ja von der anderen Seite. Und jetzt haben wir noch die Zeit, dass wir. Ah, jetzt haben wir es. Das kriegen wir hin. Wir müssen es quasi von einer Seite fertig machen, dann schnell drehen und
In der Zeit von der anderen Seite. Oh, das ist aber heftig. Naja, aber kriegen wir hin. Also das heißt, wir müssen dann einfach nach links drehen. Ja, ist ja klar. Unterschiedliche Perspektiven. Ja. Jetzt müssen wir uns schon beilen, aber wir können nicht laufen, ne? Doch, wir können laufen. War mir noch gar nicht bewusst. Alles klar. Müssen wir jetzt schnell. Ne, die nächste. Echt merkwürdig. Okay, nächster Versuch. Die wir nicht einstellen können, genau. Das läuft natürlich eine Zeit ab. Und jetzt müssen wir an die hier ran. Das ist aber. Ah, der ist der nächste Arm. Abgetrennte Hand, abgefahren, würde ich sagen. Okay, dann müssen wir jetzt wieder ganz zurück am Anfang. Alter, das macht Spaß, muss ich sagen. Geile Rätsel. Da muss man ganz schön drüber nachdenken, ob das alles so richtig ist, was man macht. Ist das hier der Anfang? Ne. Wieder zur Ausgangsposition hin. Nee. Das ist auch nicht richtig. Ja, alles klar. Wir sind ja schon fast richtig. Jetzt muss es passen. Jo. Nächst abgetrennte Hand, Freund und Helfer. Toll, jetzt brauchen wir noch eine abgetrennte Hand. Hätte ich die Frage, wo wir die herbekommen. Hier brauchen wir Werkzeug, aber wir haben hier kein Werkzeug. Hier war ja auch nicht mehr, oder? Nee. Das heißt, wir müssen irgendwo hin, wo Werkzeug versteckt sein könnte, um das Auto aufzuschließen. Und da werden wahrscheinlich Sachen wieder drin sein, die wir das nächste Rätsel brauchen. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns nur irgendwie einig sein, in welche Richtung wir mal drehen. Okay, ohne Zahnrad passiert hier sonst so nichts. Ja, wenn man weiß, in welche Richtung man dreht, dann weiß man auch, ob man das schon war oder nicht. Corona lässt grüßen. Entschuldigung.
das meine ich damit, das ist ja falsch. Da waren wir eben, ne? Genau. Hier müsste jetzt irgendwas noch sein. Genau. So, wenn wir jetzt... Ja, wir müssen da... Das geht ja langsam runter, ne? Jetzt loslassen. Hier noch. Ach, alles klar. Hier ist doch wieder dasselbe sozusagen. Da müssen wir... das einmal nach oben packen. Dann ganz schnell laufen. Und dann ganz schnell... was rausnehmen. Ah, Autoschlüssel. Alles klar. So, jetzt wollen wir das Auto aufschließen. Jetzt haben wir eine Kurbel gefunden. Neuer Gegenstand gefunden. Okay, für was braucht man eine Kurbel? Auch sehr interessant. Vermutung. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Ja, das hier könnte das sein. Das heißt, wir müssen zweimal nach rechts drehen. Da sind doch zwei Joysticks. Und da fehlt aber irgendwie ein Zahnrad. Jedenfalls sieht das so aus. So, Kurbel. Ne, die Kurbel passt hier nicht. Komischerweise, das hätte ich jetzt gedacht. Okay, dann war es nicht das Richtige. Man kann es ja mal probieren. Wofür können wir hier auch nicht einsetzen? Ich bin mich auch gewundert. Hier irgendwo noch was? Okay, jetzt müssen wir halt überall gucken, wo wir eine Kurbel einsetzen können. So, wir haben einmal nach rechts gedreht. Und das können wir immer noch bewegen. Habe ich auch erst gedacht, dass ich dann auf diese Seite wechseln muss, muss das dann verändern. Also, dass ich da nochmal drehe, dass ich den Hebel nehme und auf der anderen Seite sind ja auch Hebel. Das hat bis jetzt noch von der Idee her noch nicht funktioniert. Hier kann man auch nichts einsetzen. Ja, ist schon interessant, ne? Wenn man echt gar nicht weiß, was man machen soll. Aber das ist ja der Reiz in der ganzen Sache. Ja, jetzt sind wir ja am Anfang nur von der anderen Seite. Wie war hier irgendwas? Am Auto. Nee.
Dann einmal rechts rum. Da waren wir schon. Nochmal rechts rum. Da waren wir auch schon. Da waren wir jetzt auch eben gerade. Ich gedacht, dass wir hier jetzt steuern können oder so. Wir haben irgendwo noch einen Denkfehler. Oder was übersehen. Also wir haben hier eigentlich noch die fehlende Hand. Da können wir auch keine Kurbel einsetzen. Beschissenes Wetter und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Naja, wahrscheinlich eine Frage der Zeit. So, wir haben den Park immer von rechts. So. Da ist der Park. Ich den jetzt so drehen. Und wenn ich ihn... so rumdrehe, komme ich nicht rein. Also... wird irgendwas geben, was wir von einer... einer Seite noch nicht gesehen haben. Sehen wir die hier, aber wir sehen das Auto nicht. Das Auto kann man ankurbeln. Okay, jetzt haben wir die Seite mal von beiden Seiten betrachtet und da ist nichts. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so lange gebraucht habt. Das hier verstehe ich noch nicht so ganz. Warum das immer noch funktioniert. Von der, wenn ich das mal von der anderen Seite sehe. Muss ja dann die Seite sein, ne? Ja. Und dann komme ich wieder dahin. Ah, ich kann hier was einsetzen? Nee, oder? Ich kann die nur bedienen, aber hier passiert überhaupt nichts. Ja klar, wenn da kein Zahnrad ist, was ich einsetzen kann. Haben wir ja schon öfter in dem Spiel gehabt.
das erschließt sich mir noch nicht. Ah, okay. So. So. Zurück. Jetzt hier rüber gehen und für eins zurückgehen. Und wieder eins zurückgehen. Dann wieder so gehen. Ah, alles klar. Uiuiui. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich hier noch irgendwie hin muss oder so. Alter, wie sieht er denn aus, ey? Erstmal verstecken. Alter. Ja, und wichtig war es an der Schüssel, vor dem würde ich mich gar nicht erschrecken. Also ich würde wahrscheinlich genauso mitmachen und der denkt, ich bin sein Bruder oder so. Ja. Okay, aber im Spiegel soll man sich ja gruseln. Ist ja trotzdem jetzt niedlich gemacht. Ich finde die Grafik auch ganz geil. Das ist irgendwie was Besonderes. Ah, alles klar, hier ist die Hand. Jawohl, wir sind's. Die geilsten. Ja, vorher nochmal gucken, bevor wir. Ich hätte hier schon, wäre schon wieder weggegangen, hätte die Kurbel vergessen. Genau, die kann man hier einsetzen. Dann kann man hier nehmen. Ein Uhrzeiger. Ah, okay. Naja. Spiel nicht kaputt. Oh, ich fange wieder von vorne, von da an, alles klar. Hab noch alles, ne? Oh, Mann, Mann, Mann. Kann mich hier verstecken. Oh. Was soll ich denn da machen? So, dann muss ich warten. Jetzt dreht der Spast um. Ich muss mich in die Höhle begeben. Und dann dreht der Spast um. Und dann kann ich da weg. Alles klar, so machen wir das. Oh, was mich ankotzt, kann man hier nicht schneller spulen, der läuft zu langsam. So wurde der Technotanz erfunden. Verrückte uns erwischt. So. Müsste jetzt. Genau. Jetzt haben wir die letzte Hand, die wir einsetzen können. Aber wir brauchen noch eine vierte. Leck mich an den Tisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Uhrzeiger können wir natürlich. Ich habe eine Vermutung, wo wir die einsetzen können. So, jetzt müssen wir gucken. Da ist der Kran. Ja, ich glaube, das ist sogar richtig. Und dann versuchen wir die mal ganz hinten einzusetzen. Hier. Ah, alles klar. So, und jetzt können wir uns hier einen Wolf drehen, ja? Weiß gar nicht in welche Richtung, aber okay. Wir können es einmal nach da drehen. Können wir nach oben, nach unten? Nee. Okay. Können wir es mal nach links drehen? Dann müssten die
Punkte übereinstimmen, ne? Echt nicht widerstehen muss, ne? Das ist so mein Problem. Das ist auch nirgends eine Abbildung, oder? Ja. Packen wir es mal nach unten. Können wir immer noch links nach rechts drehen. Okay, das ist gar nicht so schlimm, weil dann sehen wir es einmal in die Richtung. Probieren es hier nochmal mit links und rechts. Okay. Die Richtung. Links. Und rechts. Dann nochmal. Wie hier selber können wir ja nichts mehr machen, ne? Ach, nach unten können wir es auch machen. Alles klar. Also, wir können es nach oben noch. Und nach unten. Dann. Dann probieren wir es hier nochmal. Ist ganz nach rechts, okay. Ja, alles klar, jetzt habe ich es. Ich glaube, das müsste ich jetzt nochmal nach rechts drehen. Jetzt könnte ich es theoretisch nach oben schieben, wahrscheinlich. Ne, geht nur nach rechts. Wenn ich es ganz nach oben schieben will, dann müsste in der Mitte sein. Und jetzt könnte ich es, glaube ich, ganz nach oben schieben, ne? Ne, jetzt geht es auch noch nach rechts. Okay. So, wir können jetzt nach links, in der Mitte, nach oben, nach unten. Auch wieder nur in die Richtung. Nach unten. Okay, jetzt ist es ganz an der Seite. Jetzt können wir es nicht nach links und nicht nach rechts schieben. Jetzt können wir es auch nicht mehr verschieben. Ja, das Interessante ist, dass ich eigentlich gar nicht... Ich weiß, ich kenne das Muster gar nicht. So, jetzt habe ich die Möglichkeit... Müsste es aber wahrscheinlich nach oben kriegen. So geht gar nichts. Geht auch nichts. Wenn ich jetzt nach links drehe. Nach rechts. Nach rechts geht jetzt auch nichts. Einer rechts. Können wir hier irgendwas bewegen? Nein.
Irgendwas bewegen? Nein. Ah, ich glaube, ich verstehe es langsam, oder? Also hier kann er immer... Genau. Jawohl. So muss das sein. Oh, aber trotzdem... Der letzte Arm, alles klar, super. Boah, das war ja kompliziert, Freunde. Mann, Mann, Mann. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen hier. Holt sich ja eine Erkältung. Die alte Weißwurst. Jo. Letzte Hand. Prima. Gehen wir hier lang? Hier waren wir noch nicht. Jetzt muss er ja gleich wieder an sein Bettchen ankommen, oder? Badewanne, kann man hier was machen? Ist immer so, wenn ich dann einfach weiterlaufe, dann übersehe ich halt manchmal auch was. Bis jetzt haben wir es ja alles souverän gelöst. Ist ja kein Ding. Boah. So, next please. Cool, cool. Um Elektrizität. Links können wir wahrscheinlich noch gar nicht lang, ne? Nein. Das heißt, wir müssen hier erstmal die Scheibe drehen. Das war ja noch relativ einfach. Komplexe Sachen kommen wahrscheinlich noch. So, ist jetzt zu. Kann er jetzt den Raum anders betreten? Nee. Kann den Raum nicht drehen. Aber hier zumachen. Also, es ist unglaublich. Ich halte den jetzt gefesselt. Genau. Okay, ich kann nur nach vorne. Naja. Es war eben so ein bisschen komisch, weil ich dachte, ich kann den Raum damit auch drehen, aber. Pustekuchen. Und hier ist die Tür aber zu. Hier mal lang laufen. Ja, das ist interessant. Raum vor, Raum zurück. Na, quasi zwei Ebenen. Ui, Schlange. Neuer Gegenstand gefunden. Ich dachte eben, die beißt mich. Okay, das ist ja interessant. Auch mal eine Schlange. Ich muss sagen, die Spieleentwickler heutzutage, das ist echt grandios, was die leisten. Also wer so ein Spiel programmiert, sag ich mal, super geil. Jetzt habe ich da den Strom angemacht. Kann es sein, wenn ich jetzt rüber gehe, dass da das Tor auf ist? Ah, da war ja das Tor schon auf, ne? Ist wahrscheinlich. Hm, genau. Ah, so. Oh, das ist doch gut so. Ja,
so hektisch über den Ecktisch. Okay, wichtig ist ja erstmal die andere Schalt, die hier. Jo. Prima. Super, jetzt brennt da die Lampe, das hat schon mal gut geklappt. Okay. Wenn ich nochmal drücke. Ah, dann habe ich die Glühlampe, super. Wieder zurück. Na, gucke mal, schau. Obwohl, warte mal. Nee, wir gehen hier noch mal lang. So, das geht ja nur hier lang. Nichts weiter, nee. Gehen wir hier nochmal lang. Wir haben jetzt ja die eine Stromversorgung gekappt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. So. Die Tür ist aber immer noch zu. Leiter. Ist aber zu, okay. Schauen wir mal hier. Und was wir hiermit verändert haben. Ist immer noch zu. Hier ist auch. Vergessen. Hier waren wir ja noch gar nicht. Alles klar. Geht's noch weiter zurück? Nee. Nur wieder nach vorne. Oha. Wieder faszinierend. Lange als Stromverlängerung, na, das nenne ich doch mal kreativ. Oh, eine Maske. Neuer Gegenstand gefunden, Maske. Halt, ja nee, da konnte ich ja nicht, da war ja die Vitrine. Ich dachte, ich kann da nochmal irgendwie lang gehen oder so. Nichts. Jetzt kann ich es hier nochmal probieren. Nee. Muss ich gucken, wo ich die Maske einsetzen kann. Maske einsetzen können. Die Tür ist aber immer noch zu. Muss doch irgendwie aufgehen. Ah, alles klar, ja, die geht natürlich nur auf. Ah, jetzt sehe ich, alles klar, die Stromverbindung muss ich herstellen.
Aber wie bekomme ich das denn hin? Ja, mal gucken, wir haben jetzt hier die Stromleitung nochmal gelegt. Hier ist Strom. Hier ist auch Strom. Da waren wir schon, da ist nichts. Können wir den Strom theoretisch wieder nach unten umleiten. Das noch mal gebracht. Achso, das war der Schlitten, aber den braucht man nicht mehr. Das hat sich ja erledigt, da haben wir ja die Glühlampe rausgenommen. Eigentlich, wenn ich den Strom nach da drehe. So, und jetzt gehe ich noch mal einen zurück. So ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier noch nicht überall waren, aber ich kann jetzt hier auch nichts mehr machen. Wie viele Gegenstände haben wir denn jetzt? Eine Glühlampe und wir haben eine Maske. So, wir haben jetzt aber keinen Raum, wo wir eine Glühlampe und eine Maske brauchen. Weil wir wieder irgendwas übersehen haben. Wir lassen das mit der Stromversorgung. Ja, warte mal, wir machen das mal anders. Wir setzen die Stromversorgung nochmal zurück. Jo. Gehen trotzdem nochmal einen zurück. Ah, dann ist zu, alles klar. Geht das Tor nicht auf. Prima, dann weiß ich Bescheid. Also hier muss ich auch nicht erstmal wirklich nicht mehr rein. Kann ich es ja theoretisch nur noch hier ranliegen. Jetzt, ach hier, genau. Wir gehen hier nochmal rein. Schauen nochmal, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Switchen dann hier noch mal rüber. Ja, hier können wir auch nicht noch weiter switchen. Da haben wir die Schlange gefunden. Da können wir ja hier noch mal die Stromversorgung ändern. Da zwar. Was hat ein Duster? Ne, hier hat sich nichts geändert.
kann man nicht nach vorne. Die Stromleitung alle so umgelegt. Aber uns bis jetzt noch nichts gebracht, würde ich sagen. Das ist ja jetzt hier mal eine verzwickte Situation. Jetzt hier nochmal vorsichtig lang, dass wir nicht wieder irgendwas übersehen haben. Was mir so ein bisschen fehlt, dass ich nicht weiß, ob ich das richtig mache. Ich springe ja immer nach vorne und zurück. Aber ich kann es auch nicht nach links drehen, ne? Nee. Die Stromleitung müsste aber, glaube ich, wieder nach da umgelenkt werden. Die geht, glaube ich, ganz nach oben. Und muss dann irgendwie da den Raum speisen. Und wir versuchen es nochmal. So, hier ist wieder zu, hier ist auch nichts. Schon seltsam, oder? Sag mal ganz ehrlich, also hier kann ich den Strom nach da legen. Da kann ich den Strom nach unten legen. Den Strom noch anders legen. So. Ist ja jetzt der Strom da. Wo ist, für was brauchen wir die Maske? Wo ist das Problem, dass wir den Strom nicht ankriegen? Da sehen wir ja, wo der Strom lang geht. Der geht, wenn wir den jetzt so lang legen würden, dann wäre nur hier oben Strom drin. Das können wir ja nochmal machen, um das zu testen, aber ne, wenn wir das jetzt so machen, wir würden jetzt nach oben switchen, dann ist oben die Tür auf. So. Ist ja auch schön, aber wir können hier nichts mehr machen. Wir kommen hier überhaupt nicht mehr weiter. Wir können hier keine Glühlampe einsetzen, wir können keine Maske aufsetzen, wir können hier keinen Strom drehen oder besser gesagt keine Leitung drehen. Wir können hier die nicht hochklettern, hier auf den Sofa ist nichts. Also es ist schon richtig. Den Strom nach oben zu setzen. Müssen wir oben jetzt nach hier laufen? Jetzt ist hier oben Strom. Genau.
Können wir den Strom hier noch umleiten? Um hier wieder zur Schlange. Hier ist auch nichts, ne? Können wir hier. Sein, dass wir hier noch gar nicht waren. Ganz vorne. Doch, hier waren doch auch schon, ne? Ja. Tja, wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Frag mich nicht warum. Ich versuch's nochmal 5 Minuten. Machen wir erstmal Feierabend und dann muss ich nochmal in Ruhe überlegen. Merkwürdig, ne? Ich bin jetzt schon so oft in diesem Raum hier gewesen. Finde ich übrigens auch komisch, dass man hier nichts mehr machen kann. Und hier drauf treten. Aber die Schalter sind ja gar nicht mehr aktiv. Seltsam, seltsam. Tür zu, kommen wir gleich wieder zurück. So, das heißt, diese Stromsteuerung ist eigentlich für die Tür oben gedacht, ne? Das heißt, wenn man nach vorne gehe, wir gehen jetzt nach oben, müsste die Tür oben auf sein, oder? Die ist immer noch nicht auf. Okay, dann versuchen wir noch mal was. Genau. Und zwar legen den Strom noch mal um. Jo. So. Jetzt mal, ob oben die Tür auf war. Die Tür ist immer noch nicht auf. Okay, aber ich bin da, habe ja einen Denkfehler. Die Tür kann ja auch noch nicht auf sein, weil wir ja noch an diesen scheiß Kasten hier ran müssen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir werden das aber auf jeden Fall noch lösen. Das ist kein Problem. Das kriegen wir noch hin. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen probieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.